Ja, noch ein Adria auf dem Caravansalon, und zwar den Adora 613 PK. Der ist mit Stockbetten, der wäre vielleicht auch was für dich, Steven, ich weiß es nicht, aber vielleicht für viele interessant. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und zwar fangen wir mal am Heck wieder an. Hier oben das Fenster, das sieht richtig gut aus. Das gucken wir uns gleich von drin nochmal an. Ansonsten habe ich ein typisches Adria-Heck mit den schmalen Rückleuchten. Mir gefällt es, ist natürlich Geschmackssache, keine Frage. Und der Wagen sieht auch richtig groß und schick aus. Die Abmessungen und der ganze Kram, das schauen wir uns dann gleich an. Und was hier auch auffällt, ist die große, große Ladeklappe hier. Die ist auch sehr, sehr schick, und zwar unter dem vorderen Bett. Und hier haben wir auch die Front nochmal mit diesen, ich nenne es mal Leitbleche. Frag mich nicht, wie es heißt. Wer es weiß, darf es gerne in die Kommentare schreiben, wie sich das hier nennt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und auch das Fenster macht einen guten Eindruck. Versuchen wir, ja, hier sind die Staukästen offen, das ist schick. Können wir auch mal da einen Blick reinwerfen, auch ein vollwertiges Reserverad. Müssen wir gleich mal auf der Preisliste schauen, was generell dabei ist. Ich vermute mal eher nein, aber hier ist es da drin. Auch ein Blechboden, 2x11 Kilo Gas und was man so normalerweise, Abwassertaxi und so, was man mitführt. Ne? Also jetzt nichts Spektakuläres, ist natürlich eine Hochschwinge, das heißt, wenn du einen Fahrradträger drauf hast, musst du immer abklappen, weil die schon extrem nach oben schwingt, aber sie ist auch schön breit und gut zu beladen, das darf man auch nicht vergessen. So, jetzt steigen wir mal über die Deichsel hier drüber, um jetzt nochmal einen Umweg nach außen zu machen. Und das Ganze jetzt mal von vorne. Toilettenfenster, Toilettenschacht, denke ich, kein Thema. So, wir gucken uns mal die Daten an. Hier ist der Grundriss nochmal in der schematischen Darstellung. Adora 613 PK. Hier haben wir eine Gesamtmasse. Wie gesagt, wenn ihr wieder wollt, drückt wieder auf Pause. 2 Tonnen, Eigengewicht sind 1550, also die 2 Tonnen braucht man sicherlich. Außenlänge sind 8,20 Meter. Bei einem Einachser ist also schon eine relativ große. Großes Maß für einen Einachser, Basispreis sind 32.000, der hier kostet jetzt 34,8. Und was wollten wir denn schauen, was dabei ist? Ah, das Reserverad, warte mal, genau. Nee, ist anscheinend standardmäßig dabei. Zumindest mal steht es hier nicht auf der Aufpreisliste. So, und dann gehen wir mal rein und gucken uns den Wagen mal an. Ich habe ja gesagt, es ist ein Familiengrundriss, und wie das Adria schön macht, das gefällt mir wirklich gut. Ist so ein bisschen verspielt er alles. Hinten das Fenster ist natürlich gigantisch, das finde ich bombastisch, das Fenster. Und hier sieht man die zwei Stockbetten und nochmal hier so ein Tisch, den kann ich jetzt gerade bewegen, den kann man nochmal hier vordrehen, dass die Kinder auch was spielen können über Tag. Finde ich top. Und ich glaube, das Ding, das obere Bett, kann man auch hochklappen über Tag, sodass man hier unten so eine Couch hat für die Kinder zum Spielen oder was auch immer. Also das obere Bett kann ich hochklappen, habe da eine Couch. Und dann habe ich auch hier dieses Rollo. Jetzt habe ich es gerade geschlossen. Ich will jetzt hier auf der Messe nicht alles umbauen. Aber hier sieht man jetzt, da sind so Regalsysteme dran. Kann man es von hier aus nochmal sehen? Genau, hier sieht man die Regale. Auch schön USB-Dosen. Also für die Kinder schon echt schick gemacht. Das würde dir auch gefallen, Tobi, als Zocker-Lounge oder sowas, ne, bestimmt. Da hinten dran ist die Heizung garantiert verbaut. Schauen wir mal hier drunter nochmal. Großes Fach, große Staufläche. Hier habe ich einen Fernsehhalter für die Kinder, vermute ich, weil hier vorne ist noch einer. Und auch hier hinten habe ich wieder so Filzablagen, wie es bei Adria so schön möglich ist. Hier haben wir die Sitzgruppe. Der Tobi sitzt mal drin. Also hier ist mit Sicherheit Sitzen mit 4 Personen ohne Probleme möglich. Mit Sicherheit auch mit mehr Personen. Auch wieder schöne Filzablagen. Hier oben Staufächer. Farblich gefällt mir es mit dem weißen, mit dem dunkleren Holz. Hier habe ich die Küche in weiß gehalten. Ja, wieder, ich will jetzt nicht alle Klappen aufmachen. So eine Küche kennt ihr ja. Auch hier wieder Kocherfeld, Spüle von Adria, wie man es kennt. Hier oben ist noch die Bedieneinheit, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das ist die Truma Inet-Box, das heißt, sie hat also zumindest mal eine Kombiheizung verbaut. Hier habe ich noch so schöne Filzablagen, die ich auch variieren kann. Habe hier auch noch eine Leiste, wo ich es nutzen kann. Was habe ich hier drin? Ah, das ist ein Apothekerauszug, guck mal. Ja, und auch hier in einem Familienwagen gehört sich das so, ein großer Kühlschrank. Großer, großer Kühlschrank. Das Elternbett vorne, könnt ihr nachher auf Pause, habt ihr ja gedrückt, kennt ihr die Maße, aber ich finde es schon, ich sage mal so gefühlt, recht geräumig, auch mit den Lichtverhältnissen hier, mit den Fenstern, das ist wirklich top gemacht. Auch hier haben wir wieder das
den Waschraum, Toilette mit Klappbad, mit Klappwaschbecken und auch eine Duschausstattung habe ich hier mit drin und auch entsprechend abgedichtet. Und also das macht Atria wirklich gut, muss man löblich erwähnen. Und hier habe ich dann noch auf der Seite noch Schränke. Ich will sie jetzt nicht alle aufmachen. Ich denke, das ist klar. Aber ist auch ein schicker Wagen, also wem die Farbgebung und alles so gefällt. Ich meine, diese Grundrisse grundsätzlich gibt es ja auch bei anderen Herstellern, das ist ja kein Thema. Aber ich glaube, dieses Elegante mit dem Bett hochklappen und als Couch nutzen, das macht nur Atria, finde ich also wirklich eine sehr, sehr schöne Lösung. Jetzt gucken wir gerade mal, was hier vorne noch ist. Ach, hier ist noch ein bisschen Kleiderschrank anscheinend. Auch hier, ah, das ist gut, am Eingang kann man Garderobe nutzen, das ist auch schick gemacht. Ja, aber jetzt seid ihr gefragt. Ich würde mich freuen über eure Kommentare, was ihr von dem Wagen haltet. Vor allen Dingen, Steven, du wolltest einen Atria haben. Vielleicht ist das den du haben wolltest. Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.